Am Fuße eines großen Torii, einem Tor, das zugleich den Eingang zu einem geweihten Shinto-Heiligtum markiert, umgeben von blutroten Spinnenlilien, begrüße ich, Kurando, euer getreuster Freund und Übersetzer von japanischer Videospiele-Kunst, euch, meine liebsten Leute, hier auf meinem Kanal zu einem neuen japanischen Indie-Horror-RPG-Projekt. Heute spielen wir ein Spiel mit dem illustren Titel Seino Kawarato Ningyo Miko. Ein Titel, der aus zwei Komponenten besteht. Ihr merkt das schon, er ist etwas länger, aber ich möchte ihn euch natürlich noch entschlüsseln, damit ihr versteht, was besagt dieser Titel. Also einmal Seino Kawara bedeutet sozusagen das Flussufer am Totenfluss, dem Styx, und ist Sinnbild für eine Art Sisyphus-Arbeit, denn wenn Kinder vor ihren Eltern versterben, landen sie am Flussufer und müssen dort, um den Fluss überqueren zu können und um ins Jenseits übergehen zu können, Steinstapel aufbauen. Ja, aber das schaffen sie nicht, weil sie immer wieder zusammenfallen, diese Stapel. Und sozusagen ist es eine Art Limbus, ein unendlicher Kreislauf, in dem die Kinder festhängen. Und deshalb sieht man oftmals auch an Schreinorten, dass Leute Steinstapel bauen, um den Kindern im Jenseits über diesen Fluss zu helfen. So viel zum ersten Bestandteil. Und Ningyo Miko ist die Meerjungfrauen-Schamanin bzw. Meerjungfrauen-Tempelangestellte. Eine Miko ist eine Tempelfrau sozusagen. Und hier in Meerjungfrauenform oder keine Ahnung. Meerjungfrau steht übrigens hier auch auf diesem Tor oben, die Schriftzeichen. Und damit haben wir schon mal diesen komplexeren Titel entschlüsselt. Was steckt dahinter? Leichter gesagt, könnte man das vielleicht so zusammenfassen, es ist eine Fortsetzung, es ist der zweite Teil zu einem Spiel, was ich bereits auf meinem Kanal gespielt habe. Und zwar hieß das damals Asadoku no Majo. Die Hexe, die in der Morgensonne schmilzt. Auch ein weiterer schöner Titel, jetzt jedenfalls die Fortsetzung hier auf meinem Kanal, relativ neu in Japan erschienen, habe ich gedacht. Dem wollen wir uns doch gemeinsam mal annehmen und deshalb starten wir heute zusammen hier rein. Im Folgentext unterhalb des Videos werdet ihr den Link zu dem Spiel finden. Falls ihr Lust haben solltet, euch an ein japanisches Spiel zu wagen und dieses Spiel hier spielen wollt, dann könnt ihr das gerne runterladen und auch selbst spielen und das Abenteuer selbst durchleben. Aber wenn nicht, dann nehme ich euch gerne jetzt hier mit und starte mit euch ins Spiel. Deshalb drücke ich jetzt einfach mal auf Hajime Kara von Anbeginn an. Und ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Da steht da Portrain. Das ist der gute Herr, der das Spiel entwickelt hat. Dieses Werk ist natürlich Fiktion. Es enthält Horrordarstellungen, Gewalt, groteske Darstellungen und so weiter und so fort. Also seid gewarnt, es ist nichts für zarte Gemüter. Und mal schauen, wo es uns hinbegibt. Ein leichtes Rauschen. Ein japanisches Zimmer mit Tatami-Matten ausgelegt. Und zwei Personen, die sich hier zeigen. Und die erste Person, die wir hier im Umriss sehen, heißt Vater von Nogi. Der Vater von Nogi. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch ein wenig an den ersten Teil, Masadoku no Majo. Wenn nicht, könnt ihr den natürlich auch nachgucken bei mir auf dem Kanal. Denn hier in diesem Teil habe ich mir sagen lassen vom Spieletext, dass Charaktere wieder vorkommen werden. Ich habe das Spiel auch nicht mehr zu 100% auf dem Schirm, aber ich denke, ich werde es einigermaßen wieder aufwickeln und wieder in mein Gedächtnis rufen, während ich hier spiele. Nogi war auf jeden Fall ein Charakter im ersten Teil. Soweit ich mich erinnere, so ein Rüpel mit einem Eisenrohr. Und hier scheinbar der Vater jetzt im Gespräch mit einer Dame. Und er sagt wie folgt. Also, das Fest wird stattfinden. So viel wurde entschieden. Und es ist tatsächlich so, solange die wilden Wogen des Meeres sich nicht beruhigen, dann geht es mit dem Fischfang nicht weiter. Solange die Wellen nicht gezähmt werden, kann hier kein Fischfang betrieben werden. Und nur allein mit der Landwirtschaft kann unser Dorf nicht fortbestehen. Das funktioniert nicht. Wir werden also das Fest vollziehen. Und wir müssen eine Opfergabe dem Gott hervorbringen und ihm jemanden oder etwas opfern. Und hier spricht Nogi Rei, die gute Rei. Und sie ist hier in einem traditionellen Miko-Gewand
gekleidet. Ist sie vielleicht die Meerjungfrauen Miko von dem Titel des Spieles? Wir werden es erfahren. Die sagt jedenfalls Hi! Also, ja. Also, die Familie Nogi, zu der wir gehören, über Generationen verehrt sie den Gott des Dorfes. Und Rei, das solltest du auch wissen. Ja. Das weiß die gute Rei. Das hat sie wahrscheinlich zu Genüge gehört. Vor hunderten von Jahren hat das Meer gewütet. Und das Dorf ist in eine große Krise gefallen. Als es soweit war, geschah was. Wurde eine einzelne geschwächte Meerjungfrau angetrieben, angeschwemmt. Und die Dorfbewohner, die sich in Aufruhr befanden, sie haben diese Meerjungfrau gefunden und gerettet. Sie haben sich mit allerbester Kraft um sie gekümmert. Und die Meerjungfrau, die wieder genesen war, hat als Dank das tobende Meer beschwichtigt und wurde zum Schutzgott dieses Dorfes. Das besagen die Legenden und Erzählungen von damals. Ganz genau so ist es, Rei. Scheinbar war das eben die Erzählung von Rei, die hat das nochmal gerade wiederholt aufgebracht, diese Geschichte, und gesagt, was passiert ist. Und nun ist es wieder soweit, dass dieses Dorf, das Meer, das am Wüten ist, beschwichtigen muss. Und egal wie viel Mühe wir auch geleistet haben, es ist schwer, ab und an, es zu beschwichtigen. Es muss irgendwas passieren, das was ist. Also, Rei, du kommst hier ins Spiel. Ich verstehe, Vater. Und ja, du hast dein ganzes Leben aufgebracht, hast mich großgezogen mit all deiner Kraft bis hierhin. Und das, obwohl ich nicht auf eigenen Beinen stehen kann, weil ich ans Bett gefesselt bin, beziehungsweise querschnittsgelähmt oder sowas. Jedenfalls, ich kann nicht stehen und du hast mich aufgezogen und dafür bin ich dir so dankbar. Und ich weiß, auch wenn es du mich erzogen hast zu dem Zweck, dass ich das Opfer sein werde. Ich war so glücklich, mit dir, Vater, und mit meiner gesamten Familie zusammenleben zu dürfen. Siehst also das Opfer. Das ist ja, da kündigt sich gleich zu Beginn schon eine Tragödie an, wie wir hier erfahren. Also, Vater, ich bitte dich, nutz mich und mache mich zur Meerjungfrau. Und als diese Meerjungfrau opfere mich dem Gott. Rei. Ich weiß genau, es ist schwer, das jetzt hier so zu sagen und, ne? Und es ist auch schwach und feige von mir, das zu tun. Deshalb, es tut mir leid, du kannst mich ruhig hassen, du kannst einen Groll gegen mich hegen, Rei. Vater, bitte weine nicht um mich. Ich werde auch versuchen, nicht zu weinen. Denn mit Tränen in den Augen wird es schwer, Abschied zu nehmen. Oha. Schon einmal bedeutungsschwanger. Und da sehen wir es nochmal im Retro-Look. Asadoku no Majo. Sai no Kawada to Ningyo Miko. Der Titel. Also wir haben hier die Fortsetzung von Asadoku no Majo. Und jetzt geht es tatsächlich richtig hier ins Spiel. Und dort sehen wir jetzt eine weitere Person in Kindergestalt. Und das ist Nogi Shuichi. Und zwar Shuichi heißt er mit Vornamen. Nogi ist der Familienname, der Nachname. Und ich meine, das ist der Charakter aus dem ersten Teil, der besondere Fähigkeiten besaß. Eine Art Geistersensitivität oder sowas mitbrachte und so gegen die Hexe kämpfen konnte. Und der spricht jetzt hier scheinbar in Kinderform, immer noch mit Blick auf die Vergangenheit, höchstwahrscheinlich. Und er sagt, große Schwester, weißt du schon? Es findet dieses Jahr ein Fest statt, ein großes Festival. Und da haben wir noch einen, Nogi Eiji, der gute Eiji. Scheinbar auch ein Spross der Familie Nogi. Und er sagt, ein Fest, ein Fest. Und da haben wir die große Schwester, ist das hier. Also das ist eine Familie mit drei Kindern offensichtlich.
wenn nicht noch weitere vorgestellt werden, das werden wir noch erfahren. Und die sagt, selbstverständlich weiß ich Bescheid, weiß ich von dem Fest. Shu-chan, E-chan, ihr mögt doch Festivitäten, nicht wahr? Ja, die mag ich besonders gerne. Hey, Schwesterherz, wollen wir nicht zusammen zum Fest gehen? Ja, aber ich, ihr wisst doch, ich kann doch nicht auf eigenen Beinen stehen. Ich kann nicht laufen. Dann werde ich für dich den Rollstuhl fahren. Ich auch. Ich werde den Rollstuhl auch schieben. Aber, Vater ist doch der Hohepriester des Schreins und ich bin eine, Schreinsgehilfin, eine Miko. Deshalb müssen wir doch zur Zeit des Festes am Schrein arbeiten. Wir müssen also vorher erstmal Vater fragen, ob das auch in Ordnung geht. Ja, dann werde ich mal zu Papa gehen und fragen. Ach, wie nett von dir, Shu und Ei. Nutzt ihr die Kurzform? Okay, und wir können uns jetzt bewegen. Wir sind jetzt in Kindergestalt unterwegs und ich gucke mal, ob wir ein Menü haben. Das haben wir hier tatsächlich mit viererlei Auswahlmöglichkeiten. Einmal Kidok ist ein Eintrag machen, das ist Speichern. Wir können hier auf unzähligen Ständen speichern. Um Gottes Willen, das geht ja hier bis auf die 40. Und hier dann immer unseren Fortschritt speichern. An zweiter Stelle, Dogu sind unsere Instrumente, die Sachen, Items und alles, was wir finden, wird hier gelagert. Und hier Charakter, Charaktere, können wir noch gar nicht drauf zugreifen. Und das letzte ist Studio, abbrechen wollen wir natürlich nicht, dann wäre das Spiel nämlich gleich zu Beginn auch schon wieder aus. So, jetzt können wir auch mal reden. Und Rei sagt, mein kleiner Shu, falls Vater sagt, dass es nicht geht, dann bitte dräng ihn nicht, dann wird es halt eben so sein. Ja, verstanden. Hey, Bruderherz. Ich möchte mit euch allen zum Fest gehen. Ja, ich auch. Wenn wir hier noch irgendwas untersuchen oder was mitnehmen, dann gehen wir mal weiter. Oh, und das ist offensichtlich ein relativ großes Anwesen im japanischen Stile. Wir können hier tatsächlich schon überlang gehen. Ich weiß gar nicht, wo wollen wir denn hin? Hier? Das ist die Küche. Hier habe ich nichts zu tun. Also da ist die Küche. Hier können wir raus. Ah nein, das ist... Ah, guck mal, hier ist die Toilette. Da habe ich nichts Besonderes vor. Und da sehen wir gleich schon... Ach so, zur Toilette geht's hier raus aus dem Haus. Dann haben wir wahrscheinlich einen kleineren äußeren Gang. Und von dort kommen wir dann in die Toilette rein, die dort draußen gelagert in einer Art Klohaus ist, außerhalb des Hauses gelegen. Und es ist eine bekannte japanische Bodenloch-Toilette. Also eine Toilette japanischer Art. Da seht ihr sie links. Naja, gut, dass wir da noch nicht rauf müssen. Gucken wir mal hier weiter. Ach, das ist scheinbar auch das Zimmer vom Vater. Vater! Was ist denn los, Shuichi? Also, es geht um das Fest, das steht ja bevor. Ich wollte fragen, ob wir, mein Bruder und ich, unsere große Schwester mitnehmen dürfen. Und, den Rollstuhl werden Eiji und ich natürlich, schieben. Das wird kein Problem geben. Dürfen wir etwa nicht? Nein, das meine ich nicht. Es ist schon in Ordnung. Es sollte okay gehen. Deshalb nehmt Rei ruhig zusammen mit euch aufs Fest. Wirklich? Ja, was Rei anbelangt, so muss sie zwar auf dem Fest als Miko arbeiten, aber bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann in Aktion tritt, könnt ihr ruhig Zeit mit ihr verbringen. Super, klasse, vielen Dank, Vater. Das werde ich gleich mal der großen Schwester mitteilen. Also Rei mitteilen, ne? So, jetzt wollen wir hier noch gucken, was wir hier machen können. Das ist wahrscheinlich der Ausgang hier. Da haben wir den Schuhstrang und hier die Schwelle, wo man dann mit Schuhen das Haus verlassen kann. Was gibt's denn noch? Das ist hier der Wohnbereich, das Wohnzimmer. Und hier kommen bei Gelegenheit auch entfernte Gäste. Aus der Entfernung kommen Gäste an. Und das ist das Zimmer
von Shuichi und Eiji. Aber da müssen wir jetzt auch nichts machen. Was haben wir hier noch? Ah, da haben wir ein Lager, wenn wir da die Treppen weitergehen. Und falls er irgendwas verbricht oder so, dann wird er da auch mal hingebracht zu dem Lager. Und manchmal muss die große Schwester Rei auch dort arbeiten. Hat er mal gehört. Was mag dort nun sein in dem Lager? Und hier haben wir als nächstes eine Art Schrank, Wandschrank. Und da ja, sind teilweise Sachen, die Vater für die Schreinarbeit benutzt. Gut, jetzt haben wir alles einmal gesehen. Und jetzt können wir gleich mit Schwesterchen reden. So, er erzählt das Gleiche. Und wir sprechen jetzt mit Rei und sagen, große Schwester, Vater hat gesagt, wir dürfen dich mitnehmen. Das kann doch nicht wahr sein, das ist ja super. Ja, solange bis du deine Arbeit als Miko vollziehen musst, solange dürfen wir mit dir spielen, dich mitnehmen. Übrigens, was heißt es eigentlich, deine Arbeit als Miko zu vollziehen? Was musst du eigentlich tun? Also, die Leute im Dorf sagen immer, dass du, große Schwester, dass du eine göttliche Kraft in dir birgst. Dass du besonders seist, sagen sie alle. Was heißt denn göttliche Kraft? Nun, göttliche Kraft wird geschrieben als Kraft Gottes. Das heißt, jemand, der göttliche Kraft besitzt, kann sonderbare Dinge sehen und diese Dinge auch exorzieren, also Geister austreiben und so weiter. Was heißt das etwa, du kannst Gespenster sehen? Da kriege ich ja glatt Angst, sagt Eiji. Was, hast du Angst, Eiji? Ich habe noch nie Geister gesehen. Das ist ja super cool, große Schwester. Ich möchte auch mal Geister sehen können. Ach, mein kleiner Schuh. Geister sind gruselig. Es wäre besser, wenn du sie nicht sehen könntest. Sind die wirklich so gruselig? Sehr, sehr gruselig. Oh, ich krieg glatt Angst, sagt Eiji. Hör auf damit. Ach, entschuldige bitte, mein kleiner Ey. Es ist schon alles in Ordnung. Wenn irgendwann ein gruseliger Geist zu euch kommt, dann werde ich ihn austreiben. Und als Dank werden wir dich überall hinbringen, große Schwester. Ich helfe dir natürlich. Dankeschön. Na sowas. Das ist ja schön, das ist ein schönes Familienleben. Und da dürfen wir auch noch speichern. Da dürfen wir noch speichern. Und mal gucken, wo es uns nun hin verschlägt als nächstes. Und nun spricht Eiji. Hey, großer Bruder. Großer Bruder, wach schon auf. Ganz verschlafen antwortet er. Was ist denn? Ich muss pinkeln. Kannst du mich bitte mit zur Toilette nehmen? Ich hab alleine Angst. Hä? Kann ich wohl nichts machen. Du bist echt ein Angsthase, Eiji. Danke, großer Bruder. Oh. Jetzt müssen wir scheinbar zur Toilette. Und mittlerweile ist die Nacht eingebrochen. Die Dielen knarzen, während wir den Flur entlang schreiten. Was war das? Doch irgendwas hat da gescheppert. Was war das in aller Welt? War das etwa der Nachtstuhl von meinem Vater? Um Gottes Willen, dort oben. Was in aller Welt ist das da? Auf der Toilette. Wir hören Geräusche von dort. Wir sind da. Eiji, beeil dich. Geh schnell pinkeln. Großer Bruder, ist da nicht irgendetwas? Oder irgendwer? Oh! Ein Geist! Lass uns fliehen! Ich hab Angst, großer Bruder! Oh, verdammt, verdammt! Zur Schwester müssen wir, ne? Hey, Shu und Ei, was ist los? Was, warum seid ihr so aufgebracht? Große Schwester, ein Gespenst, ein Gespenst, ein Gespenst! Große Schwester, ich hab Angst, hilf uns! Um Gottes Willen, beruhigt euch ihr beiden. Das Furchtbare wird bald verschwinden. Wow, was für ein Move. In Windeseile weggeschickt, das Gespenst. Wahnsinn, große Schwester, du bist ja wirklich unglaublich.
Du hast gegen das Gespenst gewonnen. Ich hab es nur vertrieben. Also jetzt ab mit euch ins Bett, sonst verschlaft ihr morgen noch. Also, AG, geh schnell pinkeln und dann gehen wir wieder schlafen. Ich hab viel zu große Angst, allein zur Toilette zu gehen. Ja, dann komm ich halt mit dir mit. Ja. Ach, komm schon. Na gut, dann lass uns gehen. So. Sie sind scheinbar gegangen. Oh. Wer ist das denn? Ein Fremder, dessen Name uns offenbart wird. Er heißt Setaro. Setaro. Oh, hab ich mich gerade verjagt. Meine Güte, es ist mitten in der Nacht und trotzdem sind deine beiden lebhaften kleinen Brüder hier aufgetaucht. Nun, was will man erwarten? Das sind halt zwei kleine gerne groß. Das sind die spielen gleich halt gern mal ein bisschen auf, die beiden. Und ja. So, Moment, können wir weitermachen? Ja. Also gut, dann wollen wir mal weiterreden. Was ich meinte war... ja, aber... Also du weißt doch genau, ich kann dich nicht einfach zurücklassen. Ich kann nicht mit angucken, was sie mit dir tun wollen. Also lass uns am Abend des Festes von hier aus diesem Dorf gemeinsam verschwinden. Aber Setaro... Oh. Meine Güte. Das war alles nur ein Traum, oder was? Und da haben wir jetzt Nogi Shuichi in seiner Erwachsenengestalt. Er hat scheinbar von der Vergangenheit geträumt und jetzt erkennt ihr ihn vielleicht wieder. Der Charakter ist uns schon im ersten Teil begegnet. Nur jetzt sieht er ein wenig zivilisierter aus mit seinem Hemd und er spricht. Oh, meine Güte, was für ein nostalgischer Traum. Aber das Setaro dort war... Ist das wirklich vorgefallen? Naja, ich sollte jetzt jedenfalls erstmal frühstücken und mich dann fertig machen. So, und schon sind wir in einer ganz anderen Gestalt zugange, beziehungsweise nicht ganz andere Gestalt, sondern ganz andere Zeitlinie. Da haben wir ihn. Und jetzt können wir nochmal speichern. Haben wir denn irgendwelche Sachen im Inventar? Nee, scheinbar nicht. Und Charakter können wir jetzt angucken. Ah, da ist er. Nogi Shuichi. Und da gibt es immer auch eine kleine Information zu ihm. Er macht als Hobby, beziehungsweise er ist als hobbymäßiger Leiter eines Okkultistenkreises tätig. Und er scheint, sagen die Leute, eine besondere Fähigkeit zu besitzen. Und einer seiner Leitsprüche ist scheinbar unten zu sehen. Hahaha, ich bin ein Gott. Herzchen. Na sowas. Oder gar Kamides. Aufhören wollen wir natürlich noch nicht. Wir wollen noch ein bisschen weiterspielen. In der ersten Folge wollen wir das Spiel noch ein bisschen besser kennenlernen. Und hier sehen wir, in seinem Regal befinden sich einige Okkultismus-Magazine und Musikmagazine. Die stapeln sich da nah und eng aneinander. So, das sind Schreiben und Notizen, die hier verteilt sind von seinen Zirkelmitgliedern. Und da sind verschiedene Dinge, Bücher, die er erhalten hat, verfluchte Bücher, Okkultismus, Gegenstände, die sich hier alle aneinander rein und da auch wieder Notizen und so weiter und so fort. Und das sind Bilder an der Pinnwand teilweise von seinem Okkultismus-Club, den er ja leitet als leitender Angestellter scheinbar. Und ja, da sind auch verschiedene Events und sowas geschrieben, also sein Schedule, sein Plan, sein Zeitplan. So, was haben wir denn hier alles? Ein Blumentopf, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Hier erstmal lang. Hier haben wir das Bad, guckt euch das mal an. Eigentlich recht schick eingerichtet, ne? Sehr modern. Auch gänzlich nicht mehr im japanischen Stil gehalten. Also, wir können die Toilette auf und zu machen. Das ist schon mal eine sehr große Evolution, die wir hier durchleben durften. Was ist das denn hier für ein Zimmer? Können wir aber nichts untersuchen. Dann gehen wir mal hier unten lang. Ein weiteres Zimmer. Hier scheinen ja drei Parteien zu leben irgendwie.
Scheinbar. Und was haben wir denn hier? Ganz ordentlich aufeinandergereiht, ein Album, das Yui gehört. Und Briefe von Yui. Yui ist die Protagonistin aus dem ersten Teil. Und da haben wir sie. Ein Bild von Yui. So erinnern wir uns doch an sie. Die gute Yui. Kinderbücher, Medizinbücher und noch Lexika, also Wörterbücher. Japanisch, Englisch, Englisch, Japanisch. Und das ist eine Zierpflanze, die Charlotte als Yui bezeichnet, den Namen Yui gegeben hat und sich um sie sorgsam pflegt. Charlotte ist also noch ein Charakter, den wir auch aus dem ersten Teil kennen. Und auch wenn das ein auf den ersten Blick ein Frauenname ist, war das ein Herr, der so hieß. Und ist er das vielleicht sogar schon? Da ist er! Charlotte! Da ist er. Guten Morgen! Was möchtest du denn frühstücken? Ha? Wie wär's denn mit gebratenen Fisch? Das wäre super. Gebratenen Fisch hab ich nicht. Wie wär's denn mit Eier und Speck? Wenn du eh schon weißt, was du machst, dann frag mich doch erst gar nicht. Ich werde morgen für dich gebratenen Fisch vorbereiten, ja? Aber du hast ja heute sowieso deinen Tag hier im Okkultistenclub geplant und wirst dort tätig sein. Da Yui uns heute besuchen kommt, werde ich sie nachher mitbringen und etwas später zum Club vorstoßen. Ah, also Yui kommt heute, hast du gesagt? Mann, ich habe sie lang nicht mehr gesehen, seit unserer Zeit, die wir zusammen mit der Hexe verbracht haben. Also dann passt nachher auf und kommt gut zu uns. Ja, ja, danke schön. Ach, guck mal. Und da sind wir jetzt gleich schon beim Club angekommen. Und hier kommt das Spiel dann scheinbar auch in Fahrt. Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir das nächste Mal weiter. Das ist erstmal die kleine Einführung sozusagen. Ich will das Projekt ja mit euch beginnen und starten. Und an dieser Stelle geht es dann in der nächsten Folge weiter. Ihr könnt jetzt schon mal liken, kommentieren und schreiben, ob ihr euch vielleicht erinnert an den ersten Teil und ob ihr Lust habt auf das Projekt. Denn je nach Resonanz werde ich das natürlich weiterführen und für euch weiterspielen. Die nächste Folge ist auf jeden Fall gewiss und ihr könnt mir ja noch auf den sozialen Medien folgen, das wäre richtig schön, und abonnieren und sowas, ja, wisst ihr ja schon, ne? Also, dann beim nächsten Mal geht's weiter und dann gucken wir uns den Okkultisten-Club genauer an und schauen, wohin uns diese Geschichte führt. Bis zum nächsten Mal, gabt euch wohl und auf Wiedersehen!